voll Laser, wie du abgehst. Voll Laser, wie du abgehst. Also, dass meine Motte nach ein bisschen Andotzen der Fische immer gleich schon kaputt ist, geht mir Jahre, bis sie auf den Senkel, gell? Ich bin in letzter Zeit voll auf dem Cashew-Trip mit getrockneten Cranberries dabei. Oh, gut. Ist ja gesund, Shark. Ich habe gemerkt, ich vertrag Fette nicht. Also, weißt du, was ich meine? Wenn was zu fett ist, oh, da wird mir schlecht. Auch wenn es gesunde Fette sind. Also, Öle gehen, aber Nuss geht gar nicht bei mir. So, jetzt pass auf. Aber ist auf alle Fälle gesund. Jetzt kann ich doch mal gucken, ob ich hier irgendwie rein kann. Erstmal reparieren. Oh! Die geht so schnell kaputt. Die muss auf den Ormel. Ich höre halt Stimmen. So, jetzt kommt das auf die 5. Jetzt gucke ich mal, ob ich mich da irgendwo reinfräsen kann. Du kannst in jedes Wrack rein. Egal wo. Geh doch in den Ofen Ormer hier. Wechsel halt. Muss mal gucken, wie das Teil hier funktioniert. Mit dem Reinfräsen. In jedes Wrack rein, ja. Ich bin wieder zu dappisch dafür. Bei mir lasert nix. Vor Laser wieder abgehst. Guck, passiert nichts. Da gibt's Türen. Das sieht für mich aus wie eine Tür. Sieht denn jetzt eine Tür aus? Oh. Oh. Integrating new PDA data. Oh, da hängt ein Bild. Von der Person. Oh, die sieht ja süß aus. Hoch. 30 seconds. Ja, genau. 30 seconds. Super. Wo ist jetzt meine Motte? Da. Gell, ihr habt auch immer gleich Panik. So, ich pack die jetzt direkt vorher, gell? Wenn du eine Rettungskapsel gefunden hast, dann mach für die Kapsel die Markierung aus, nicht, dass du nochmal hintaust. Nee, das habe ich schon alles gemacht, Maverick. Ich habe schon eine Logik dafür, was ich hier... Ist auch keine Tür. Wie ich das alles markiert habe mir, weißt du? Ist auch keine Tür. Oh, hier ist gar nichts mehr, oder was? So, jetzt werde ich sterben. Jetzt habe ich mich verkapselt. Ja, jetzt hänge ich fest. Vor allem hier gibt es ja nichts. Nö. Jetzt wird es auch noch dunkel. Also ich sehe keine Türen und ich sehe auch nichts anderes. Hier ist schon mal Endgame. So, und was habe ich jetzt da für ein PDA gefunden wieder? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? In der 17, aber hier steht alles von 19.
In jedem Frack gibt's Teile. Ja, es tut mir leid. Also ich werde dieses Spiel vielleicht nicht so spielen, wie ihr glaubt, weil ich bin ja in einem unkomfortablen Bereich meinerseits. Deswegen übersehe ich, denke ich mal, auch sehr viel. Ja, aber ich habe immer, ich schwimme in der kleinen Panik hier, ne? Also deswegen übersehe ich auch gerne was. Aber dafür stellst du dich aber gut an, beziehungsweise lässt dir nichts anmerken. Naja, was soll ich machen? Soll ich in Panik verfallen oder was? Also. Will ich wissen, wer diese Maida ist? Ist das jetzt wichtig, sich das durchzulesen? Lanari, moin! Na, alles klar. Also da ist schon immer nichts drin gewesen. Vielleicht gibt es irgendwo anders noch einen Eingang. Dann nicht. Weiß ich nicht, auch nicht. Das ist auch keine Tür, ne? Wenn ich einmal gesehen habe, wie so eine Tür ausschaut, dann finde ich auch eine. Aber bis jetzt... Bis jetzt weiß ich noch nicht wo. Ich komme in jedes Frack rein. Ja. Vielleicht ihr, aber ich nicht. Ich komme nicht in jedes Frack rein. Da komme ich da nicht rein. Oh Mann, jetzt wird es wieder dunkel. Da ist eigentlich eine Tür. Achso, da war ich ja schon im Loch drin. Also, ich sehe nichts. Ich schwimme da jetzt noch mal rein, aber wie gesagt, sehen tue ich da nicht viel. Scannen kann ich auch nichts. Ich konnte jetzt noch hier rein, konnte ich aber auch nichts scannen. Dann ging es weiter in den Raum. Da konnte ich noch was scannen. Okay, Batterieladestation-Fragment. So, Batterieladestation habe ich jetzt. Aber mehr gibt es hier nicht. Es tut mir leid. Für Frax ist die Lampe von Vorteil. Okay. Also, tut mir leid, ich finde hier nichts. Das heißt, dass ich die 17 war ich jetzt, wieder abschalte auf unsichtbar. Und muss mal gucken, wo jetzt die 12 ist, ob ich da jetzt noch hinkomme. Ob die in der Nähe ist. Nee, die ist fast 2 Kilometer weg. Die Degasi-Basis. Oh, aber die ist da bei der Aurora, ne? Oh, ich mach mir ins Hemd. Jetzt habe ich den Würfel auch nicht dabei. Ist das wichtig? Ich glaube, es ist auch gut, wenn ich jetzt Essen dann habe, um da hinzugehen, oder? Da ist bestimmt viel zu entdecken.
Ich kann endlich Batterien laden. Oh, geil. Bei der Stelle, wo du gerade die Ladestation gescannt hast, da kannst du die Treppe runter. Ja, da war ich aber, Emsa. Und Gude. Da geht's nicht, da geht's nicht, da geht's ja nirgendwo hin. Also, ganz ruhig. Oh, da ist ein großes Loch. In das ich nicht rein will. Das wäre was geworden, wenn ich in das Loch reingeflogen wäre, Raka. Es wäre was geworden dann. Aber ich find's nicht. Ich find's nicht. Nein, Imsa. Ich wehre mich noch dagegen. Ich hatte es so gehofft. Batterieladestation. Welcome aboard, Captain. Damit die Stimmung ein bisschen besser wird. Wie, die Stimmung ist schlecht, Kate. Stimmung ist angespannt. Aber da hast du recht. Einmal den Text von der Verrauscher. Einmal alle unter die Arme nehmen. Hier wird jetzt geschunkelt. Los geht's. Die Verrauscher aus der Klaffbergast. Die hat a Beul am Ei. Ob der zum Rauscher, ob zum alle Kind. Das klärt die Polizei. Die Frau Rausche aus der Klappbergers, die hat ein Beul am Ei. Ob das vom Rausche, ob das normale Kind, das klärt die Polizei. Ob das vom Rausche, ob das normale Kind, das klärt die Polizei. Stammtisch! Klung! Fuchsgang! Ich springe in dem Spiel alle 5 Sekunden über meinen Schatten, Raka! Ja, das muss ich auch machen, Maverick. Ich habe das Gefühl, ich muss 1000 Dinge auf einmal machen in dem Spiel. Ich habe kein Stiftchen im Glas, aber du kannst dir ruhig gönnen, Imsa. Kiba und Lanari! Klang! Oh, ist das schön. Alexander und Raka GZ. Ich muss doch fahren. Und ich vertraue ihn nur gespritzt oder als Rauscher. Na, die Frau Rauscher trinkt mehr pur, Imsa. Schreibe ich nicht so an, du Stinke. Ja, ich war da ja noch nie. Ich muss erst mal gucken, Matze. Seltsam, wenn ich dir zuschaue, bekomme ich andauernd Nachrichten von OnlyFans. Tja, es tut mir leid, Pow Wow. Es liegt aber nicht an mir. So, jetzt messe ich wieder. Oh, messern! Ja, das Messern funktioniert ja prima. Und jetzt bin ich verbuggt. Aber das muss ich nicht messern. Das wächst immer wieder nach, diese Laterne, oder? Also Kartoffeln kann ich auch nicht messern.
Ich verstehe die Welt nicht mehr. Also entweder ist es echt kacke gemacht oder... ja, kann nichts machen. Es tut mir leid. Als Nicht-Hesse trinkt man die Frau Rauscher gespritzt. Genau, Alexander. Ich hab Subnautica versucht zu spielen. Ich komme da null rein. Schön ist es ja, aber irgendwie catcht es mich nicht. Ich bin auch noch nicht drin, Grottenolm. Aber ich habe ja auch, ich hab auch noch diese anderen Probleme. Ja, von daher die Melonen immer nach vorne, nicht hinten pflanzen. Die Kartoffeln kann man nicht messern, okay. Racker. Kartoffeln immer nur einsammeln, okay, okay. Okay. Oh, cool. Und jetzt kann ich die einfach essen. Und die kleine muss ich selbst einsammeln und wieder aussehen. Oder was? Ich check's noch nicht. So, jetzt. Eben gerade habe ich Samen bekommen, jetzt kriege ich auf einmal keine mehr. Naja. Ja, Mann, Alexander. Und hallo, Nixus. Versuch mal, die Melone in die anderen leeren Kästen zu pflanzen und dann zu messen. Guck mal, die kann ich sofort messen, ne? Oder bin ich verbuggt? Die Kleine wächst nicht. Und die kann ich jetzt einfach essen. Oh, jetzt habe ich sie rübergeschmissen. Naja, ist ja nicht schlimm. Essen. 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 So. Vital signs stabilizing. Hey, hallo Nexus. Oh, ich habe schon Angst gehabt, da kommt jemand rein. Ess die Laternenfrüchte. Die Kleine wächst nicht. Man kann nicht in die Hocke gehen, Emser. Ein Melonenbeet habe ich jetzt hier, ne? Jetzt muss ich nur gucken, wie ich die Melonen... Wie muss ich die Beete umsetzen? Hallo, Anja! Ja, noch knapp 50 Minuten! Stammtisch! Stammtisch! Oh nein. In die Hocke kann ich auch nicht. Hast du schon wieder was drauf bekommen seit gestern Abend, oder? Ja, Anja.
Ja, oder die Pflanztöpfe, ne? Oh Gott, Racker. Racker, Racker, Racker. Mache ich das gut? So. Jetzt habe ich ein ganzes Gebet voller Wassermelone. Da siehst du mal, wie gern wir dich haben. Wie gern wir dich sehen, ja. Also wenn du die Pflanze messest, kommen Samen raus. Und beim Nehmen der Früchte und die wächst dann weiter. Ja, du kannst die auch im Ganzen wieder reintun und dann kannst du sie immer noch messen an ihr. Seek fluid intake. Ja, die kleine Wassermelone ist ja auch Müll. Die esse ich jetzt. So. Vital signs stabilizing. Ist da jetzt noch was drin? Eine chinesische Kartoffelpflanze ist da noch drin. So. Jetzt haben wir Laternenfrüchte. Wir haben Knollenbäume. Was kriegt man denn aus der Knolle noch mal raus? Was macht denn die Knolle? Ah, ja, dann nehmen wir doch die. Warte mal. Dann machen wir doch noch so und so, dann wächst die noch da. Dann machen wir noch eine Laternenfrucht hier rein, oder? Zack. Und den Rest tun wir essen. Inventar voll. Essen, 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 essen. Oder? Von daher Knollenfrüchte, Laternenbäume nach hinten, Melonen nach vorne und Kartoffeln ist egal, ja. Problem ist die Reihenfolge, in der das Beet gefüllt wird. Du hast keinen Einfluss darauf. Alphabet, hau die Hose weg! Oha! Achtung, Achtung. Grottenorm und Alpha Hobbit haben die Hose aus. Klingt gut, klingt gut. Wunderbar. Die nehmen halt nur saumäßig viel Platz weg. That is the big problem. Weißt? Das ist das ganz große Problem. Stammtisch. Stammtisch. Ach, Tiramisu gibt's auch noch. Geil, Andreas. Dankeschön. Von daher, ich pflanze das Beet erstmal mit Knollenfrüchten voll. Wenn die gewachsen sind, ernte ich die beiden vorderen und fülle dann mit Melonen auf. Ah ja. So.
Dann brauchen wir einmal Lithium und einmal Titan und einmal das da. So. Das sind doch die besseren Schwimmflossen, ne? Müsste eigentlich sein. Ultra-Gleitpflege Schwimmflossen. Ne, das sind die gar nicht. Das sind die gar nicht. Kann ich denn die herstellen? Ultra-Gleitpflege in der Modifizierungsstation. Habe ich die noch nicht? Ne, die hab. Ach fuck, die habe ich noch nicht. Oh nein. Oder? Aber wo kriege ich die denn? Modifizierungsstation. 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 Nö, kann ich anscheinend immer noch nicht bauen. Keine Ahnung, wo ich die herbekomme. In Frax. Wenn ich Frax sage, denke ich immer an Frack zum Anziehen. Erdbeertiere-Musik gibt's auch, einfach Hobbit, habe ich noch nie probiert. Habe ich noch nie probiert. Ja, Mann, Pittichen. Oh, noch eine Dreiviertelstunde. Wo hast du denn die ganzen Blueprints her? In der Form gibt es die Modstation auch. Oh, dann habe ich es aber noch nicht gefunden. Scheiße. Gut, dann muss ich es wieder anziehen. Hilft's alles nix. Dann hilft das alles nichts. Dann hilft das alles nichts. Düdlüdlüm. Und dann gucke ich mal, aber dass ich diese Batterie-Aufladedingsbumse herstellen kann. Oh, muss ich jetzt auch wieder finden. Oh, ich hätte gerne ein Suchfeld. Immer dieses Suchen. Also Energiezelle brauche ich erstmal nicht. Batterielade. Kabelsatz, Kupferdraht. Gott. Kupferdraht ist 2 Kupfererz. Habe ich auch keine. Wunderbar. Oder die Batterieladestation, die ist jetzt erstmal Prio. Würde ich halt persönlich sagen. Bevor wir jetzt weitermachen. Klingt gut, okay. Ich schicke Chefin jetzt immer zum Einkaufen. Unser Netto hat die neuen Einkaufswagen aus Plastik, weil die aus Metall immer wegen des Schrottwertes geklaut werden. Die sind toll, leicht und super zu fahren, aber für Riesen viel zu hoch. Ich habe Rücken jetzt. Oh nein, Pittichen. Das habe ich auch noch nicht gehört. Sicher, dass die da noch nicht dabei war, habe gerade nur mit halbem Auge geguckt, aber mir war so, als ob da Mod stand. Dann habe ich mir volle Batterien. Wunderbar, Matze, das brauche ich. Ab Freitag gibt es wieder Murmeldrops. Ja, ja, Racke, du kleiner Suchti. Also, die chinesische Kartoffel hat Nahrung 12, H2O3. H2O3 hat auch die Laternenfrucht. Also am besten ist die chinesische Kartoffel. Oder, wenn du in Richtung Wasser gehst, natürlich die Knollenbaumprobe, ne? Genau. Die Knollenfrucht ist mit am besten, was Wasser angeht. Knollenfrucht. Essen.
Das Blöde ist halt nur, mach dir dein Inventar total, vermüllt dir das. Dass du daraus nichts Anständiges kochen kannst. Ich habe aber noch keine Melon-Tagaro. Und hallo Lucys Papa, herzlich willkommen. Wie geht's dir heute? Habe ich aber noch nicht, also muss ich mit dem klarkommen, was ich habe, Talgaro. So ist das Leben. Das Leben ist hart und ungerecht. So. Was wollte ich jetzt machen? Habe ich wieder vergessen. Ach so. Sind doch eh nur die Samen, mit denen rennst du doch nicht immer rum. Ja gut, die sind zum Essen da, Angriffsmacht, gell? Und Gude. Das ist halt Essen. Die würde ich halt schon mitnehmen, wenn ich unterwegs bin jetzt. Ich meine, die Wassermelone verdirbt mir halt leider auch, ne? Der Zoll vergammelt auch mit der Zeit. Von daher nimmst du eher ein Beet mit als... Was, ein Beet? Wie ein Beet nehme ich mit? Hä? Ich nehme ein Beet mit. Hm? Racker. Um wie viel Uhr müsst ihr eigentlich zum Optiker? Heute Nachmittag, Alpha Hobbit. 4:30. Okay, finde ich blöd. Finde ich blöd. Finde ich blöd. Aber mal gucken, was noch kommt. Ich bin ja noch nicht im Endgame. Quarz sogar. Ich hab gedacht, Eisen. Quellkartoffel und dub dub. Di, 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 di. Das ist Salz. 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Für das bisschen brauche ich jetzt auch schon die andere Flasche. Ah jo, dann ist es so, gell? Die drei Strahlung. Einmal bin ich zu tief, dann bin ich wieder zu hoch, dann ist wieder eine Strahlung. Oh, gehst du mir mal auf den Arm jetzt hier? War ich hier schon? Ja, doch, hier war ich schon. 30 seconds, du Mars. Ich verstehe die Logik nicht, warum ich in, warum ich irgendwo im Ozean ein Außenbeet hinstellen soll. Die Logik erschließt mir nicht. Oh, ich bin schon wieder voll. Guck, schon ist es wieder passiert. So, jetzt haben wir hier die Knollenbaumprobe, die schon verrottet ist. Die essen wir trotzdem. Und die ist nur alt. Na, wunderbar. Also die geht ultra schnell, ne? Jetzt haben wir schon gegessen, jetzt ist alles vorbei. Gustav, Gustav, Jojoba, Öl! So sieht's aus, El Poncho. Um Dinge, die im Wasser wachsen, vor die Haustür zu haben. Ja, aber bisher brauche ich ja nichts.
essenstechnisch, was nicht in der Nähe wächst. Ich habe ja jetzt alles innen. Und außen brauche ich nichts. Sehr viele von was, Emsa? Ich brauche ja nichts. Ich weiß, dass ich die Schlingpflanzen abbauen kann. Aber ich brauche sie doch gerade nicht. Warum soll ich sie denn abbauen? Die wachsen direkt vor meiner Haustür. Wieso soll ich mir denn die Arbeit machen und die Ressourcen, wenn die Schlingpflanzen direkt vor meiner Haustür wachsen? Das ist doch nicht logisch. Das hat doch nichts mit Logik zu tun. Die sind doch hier gleich. Wieso soll ich mir denn die craften, wenn die hier um die Ecke wachsen? Verstehe ich nicht. Ach komm, die 5 Meter kann ich auch noch schwimmen, Emsa. Du wirst es brauchen. Ach. Ich brauche gleich was ganz anderes, Racker. Energieriegel, wo es die in Massen gibt, könnte ich dir sagen. Spiele und Logik sind immer komische Sachen. Ja, da hast du recht. Ich will keine Energieriegel. Ich will einfach nur gerettet werden. Ah, schön. Habe ich jetzt Kalk bekommen? Immer noch nicht. Nur ein Kupfererz habe ich bekommen. Auf eine Orme. Ich suche in der falschen Ecke nach Quarz. Es geht mir auf den Senkel. Chefin aus, wir wollen keine Details. Stammtisch. Ich will auch keine Details. Be advised, a common complication for cave divers is loss of orientation. Ein häufiges Problem ist ein Orientierungsverlust, der zum Tod führen kann. Du bist auch so ein Orientierungsverlust. Ich habe doch keinen Orientierungsverlust. Warum sagt die Uschi, dass ich einen Orientierungsverlust habe? Mir geht's gut. Gießt mir mal gleich auf den Ormer hier. Ich schon Orientierungsverlust. Ich weiß ganz genau, wo ich bin. In einem Lidl gleich links. Was ist denn das? Hier in einem Lidl gleich links. Genau da bin ich. Ist da was drin? Oh, da ist was drin. Ah, das habe ich schon. Na, wunderbar. 30 Seconds. Boah, ihr wollt mich immer anknabbern, gell? Ja, ja. Stampfkartoffeln mit Paprika, Möhren, Käsesalat, Jana. Dankeschön. Gibt ja noch anderes als die Samenbüschel. Den Gelsack zum Beispiel. Den brauchst du ja auch zum Grafen, aber der wächst nicht vor der Tür. Und ich weiß nicht, wie der aussieht, Liriel. Jana, Mahlzeit. Auch lecker. Schön. Geht's dir wirklich gut? Hätte ich Ahnung von dem Spiel, würde ich dir die
Die Tauchdinge dingsen, ja. Dankeschön, Grundnoll. Stinksbums auch gleich. Ich werd ganz wuschig. Ach, geh doch weg. Kann ich hier vielleicht rein? Oh, ich hab ne Tür gefunden. Endgame. Den Gelsack habe ich in einem Schrank liegen. Monster. Ach du heiliger Strohsack. Integrating new PDA data. Ein Flutlicht. Eine Bank. New blueprint acquired. New blueprint acquired. Was ist denn jetzt hier? Oh Gott, dafür brauche ich Luft. Was die Funken sind bei mir, Buggy. Funken? Ich hätte gern Quill. Oh! Oh! Den Jar reingehen können. Hätte ich gar nicht bohren müssen. Vor allem bohren. Bohren. Oder? Hätte ich gar nicht bohren müssen. Quellkartoffel und Dub-Dub. Bioreaktorfragment. Haben wir ja schon. Oh, es klingelt. Klingklong. Klingklong. Ein Moment. Schuss. Und Tschüss. So, wo bin ich? Wo muss ich hin? Bisschen Kupfererz habe ich bekommen. Wunderbar. Ich habe aber noch ein bisschen Platz. Kupfererz. Schal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 
Das ist so. Raus aus dem Loch! Rein ins Vergnügen. Feiner Sonn! Danke für ein Gifted Sub an Jasmin Maus. Dankeschön. Revanchiert sie für das Geschenk aber von Hawkey. Oh, danke schön. Juhu. Welcome aboard, Captain. Ja, weil ich immer denke, ich mache ja keine großen Wege, weißt du? Deswegen. Aber ich denke ein bisschen falsch, ne? Dag Neo, auch dir vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Dankeschön. Und der 30 Minuten, so nicht. So, jetzt tun wir erstmal die Spule herstellen. Und dann brauchen wir noch dieses Dingeling. Aber ich glaube, das habe ich nicht. Ich habe das große, ne? Ja. Diesen Kabelsatz brauche ich noch. Diesen Kabelsatz brauche ich auch noch. Silbererz 2. Na, habe ich wenigstens. So. Okay, und jetzt kann ich diese Batterieladestation herstellen. Weiß nur nicht wo. Hier auch nicht. Jetzt muss ich wieder gucken, wo ich die herstellen kann. Innenmodule. Also wahrscheinlich hier. Kann mehrere Batterien gleichzeitig aufladen. Und das hänge ich mir jetzt wieder an die Wand. So. Endgame! Ein Moment. Nur mal zur Info, machst du nach der Zeit Ende weiter? Nö. Wenn jetzt der Sabaton rum ist, muss ich dann selbstverständlich auch aufhören, Kate. Sonst wäre es ja kein Sabaton. Wollte Jaka schreiben, rein ins Vergnügen, Telepathie. Schaffe mir bald mal eine Fahrzeugerweiterung. Ja, wenn ich das kann. Mache ich das gerne. So, jetzt habe ich hier drei Batterien, die leer sind. Und die kann ich jetzt hier reinmachen. Und dann werden die automatisch geladen. Anscheinend. Ja, geil. Du streamst aber immer bis 16 Uhr Donnerstags. Stimmt doch gar nicht, Jacques. Aber so bis Freitag wäre ja schon noch nice. Also Sabaton aus und neuer Stream wieder an, bitte. Also, jetzt haben wir die Batterieladestation bekommen. Eine Fahrzeugerweiterung soll ich bauen. Welche denn? Diese Fahrzeugerweiterungskonsole meinst du jetzt, oder was? Meinst du das? Die, die angepinnt ist. Okay, dann ist es die. Aber... kann ich nicht machen, ich habe nicht genug Kupfer. Ach Quatsch, feiner Sand. Niemals. Niemals. Ich habe wieder Trinkprobleme. Scheiße, ich hab gemessert.
Ach so, ich muss ja auch eigentlich messern. Ach, irgendwann ist es vorbei mit dem Messern und ich muss wieder neu sehen. Interessant. Morgen aber eher Schluss, dann ist Wochenende, dann fällt es nicht so auf, wenn sie nicht da ist. Ja, Vanessa, mach das. Bei Trinkproblemen geh zu den Anonymen, ja. Okay. Ich soll da dran gehen, ja. Und dann? Kameradrohne, Scannerraum-Beschleunigungsmodul, Scannerraum-Reichweitenmodul, Scannerraum-Sichtwelt. Ist aber was anderes wie Fahrzeug. Der Shark hat jetzt gemeint, was mit Fahrzeug soll ich machen, ne? Fahrzeugerweiterung. Nach fast einer Woche mit 24 Stunden täglich würde mir aber auch echt was fehlen. Man gewöhnt sich schnell an sowas. Ja, gell? Ja, krass, ne? Das ist so. Habe ich auch vorhin gesagt, Ocean Lady. Wir müssen uns dann wieder entwöhnen. Oh, 25 Minuten! Lass mich mal ganz kurz überlegen, was ich jetzt mache. Entweder gehe ich noch mal auf Dingsbums oder wie viel brauche ich denn, um Gold? Oh, ich brauche ja noch mal Kupferdraht. Oh, ich brauche ganz viel Kupfer. Die Aurora ruft dich. Ich will mich aber nicht entwöhnen. Nee, ich habe mich nicht beschwert, Emsa. Ich bin ja jetzt ganz woanders. Das ist ja jetzt erstmal nebensächlich mit dem Scannen. So, mal gucken, ob ich das Loch, wo ich gerade war, noch mal finde. Lass dir mein Boot in Ruhe. Oh, da ist wieder ein Pirscherzahn. Und hier irgendwo war das Loch gewesen. Ah. Oh, da will ich nicht rein. Nee, das Loch will ich nicht. Ich finde das so lustig, hier sieht alles so gleich aus. Hier war das, wo ich mich reingefräst habe, ne? Ja. Bis dann!
Ach, Rackerlein. Lecco mio. Seegleiterfragment. Gut, gib mir Titan, ne? Schade, dass man das nicht damit aufsammeln kann auch. Man muss immer wieder aussteigen. Wie viel Kupfererz habe ich jetzt? 3.4. Gut, jetzt habe ich genau die 4, die ich brauche, ne? Noch so ein Nupsi. Ein Gerät, um was aufzusammeln? Welcome aboard, Captain. Trauern wir jetzt schon alle still? Ist gerade so ruhig. Die Nupsis. Ach so. Ach geil, Shark. Und Racker GZ? Ah, das kommt dann irgendwann noch. Oh, wie cool. Moment. Warning, emergency power only.
So, alles klar. Ja, den Bioreaktor, den habe ich mir jetzt auf die Liste gesetzt. Dann baue ich den auch noch. Was ist denn eigentlich mit TLO? Gestern durften wir noch an deinem ersten Dreier teilnehmen. Nun soll Schluss sein? Das geht doch nicht. Ja, wenn jetzt in 15 Minuten Schluss ist, Alpha Hobbit, dann müssen wir The Last of Us halt wann anders spielen. Aber ich habe vorhin ja schon gemeint, ich bin so krass begeistert davon, weil wir so entspannt The Last of Us zocken können. Hätte ich echt nicht gedacht. Es ist echt so cool. Hallo, Banane der Beber. Mir geht es gut. Wie geht's dir? Es darf nicht enden. Machst du trotzdem bis 16 Uhr? Wäre ja nur noch eine Stunde. Nö. Der Sabaton endet, wann er endet. Nee, das muss ich dann schon durchziehen, Matze. So, jetzt wird da oben gesaugt. Das kommt raus. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach so, diesen Fabrikado bauen, ne? Nur wo? Oh, ich mag das nicht. Ich weiß nie, wo ich was bauen soll. Soll ich denn jetzt diesen Fabrikator wieder bauen? Laut meinem Kit hier kann ich's doch an dem Gerät bauen. Wo finde ich denn das? Bei Inneneinrichtung oder was? Wärmekraftwerk. Ah, hier. In ein Tauchdock einbauen, um angedockte Fahrzeuge aufzurüsten. Was? Wo? Ah, hier. Oh, das muss ich aber... Muss ich dann hier hinhängen wahrscheinlich, ne? Am End. Seemotte angedeckt, angedockt, voll aufladen. Aha, das ist ja cool. Oh, ich kann den Tauchbootnamen ändern. Wie denn, wie denn? Name. Frau Rausche! Innen. Rumpf. Nein. Ich kann die sogar ändern. Ja, Endgame, Leute. Endgame! Nein. Wie Streifen. Ich habe die Frau Rausche gemacht. Oh, Entschuldigung, warte mal, das muss ich speichern. Die Frau Rausche aus der Klammergasse, die hat die Frau Rausche, Leute. Auch schön, Jana. Basensachen, immer Konstruktionswerkzeug. Okay. Chefin macht bis 23 Uhr. Nee, noch 11 Minuten. Bin ja gestern mit The Last of Us eingeschlafen. Es hat mir gut gefallen. Kann Nadine gerne wieder on-stream spielen. Ja, das machen wir auf alle Fälle, Ocean Lady. Also Nadine, ehrlich, voll verändert hast du dich. Alle sagen das. Ist die Klappergast denn jetzt unter Wasser? Na klar, Alexander. Chefin, geh mal an den Fabrikator von dem Dock. Fabrikator von dem Dock. Fabrikator von dem Dock? Verrausche ist angedockt. Wunderbar. Ach so, hier, ja. Ja, und dann? Ah, und jetzt bin ich im Endgame. Mhm. Das wollte ich ja schon bauen, ne?
Wow. Wow, 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 wow. 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 Das Tiefenmodul ist wichtig. Ja, und die Rumpfpanzerung auch. Titanbarren und Glas. Muss mal gucken, ob ich Titanbarren habe noch. Nee. Egal. Glas. Hab mir natürlich wieder nicht merken können, wie viel Glas ich brauche. Und Titanbarren. Jetzt muss die Mutter aber auch mit Ible betankt werden, genau. Das ist pink? Nee, das ist Zockersucht. Oder ist es noch zu hell? Ja, stimmt, ein bisschen dunklere Farben habe ich schon. Warte, warte. Ja, das ist besser. Das ist besser. Was sagt mal DHL? Die sollen hier eintrudeln? Alles klar, mach ich. Also zwei sind es wahrscheinlich, gell? Ja, zwei Glas. Noch 8 Minuten. So, Tiefenmodul. Und jetzt? Tiefenmodul und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Habe ich es jetzt auf der Tasche oder was? Und wo tue ich mir das jetzt rein, Dingsbumsen? Ah, da sind Nupsis. Zerstörungstiefe von nun 300 Metern. Okay, check. Okay, und und diese Rumpfpanzerung würde ich gerne machen. 4 Diamant und 1 Lithium. Vier Diamant und ein Lithium. Seek fluid intake. Okay, aber man hat nur 4 Module. Man muss sich also entscheiden, wie man die ausrüstet, ne? So wie ich das gerade sehe. Ein kleiner Frachtraum. Hole ich mir auch noch. Also 3 Lithium. Ein Lithium nur. Ja, okay. Verstehe.
Naja, aber man kann ja immer mal wieder wechseln, je nach Bedarf. So. Gut. Jetzt haben wir schon 3 Module drin und dann ist gut. Matze, danke schön für 26 Biddies. Noch 5 Minuten, Leute. Mit verpassen wir es. Wir verpassen das Ende wohl lauter, lass mich auch mit. Silbererz 2, ne? Davon habe ich jetzt auch nichts mehr. Nee, dann lass. Dann sortier weg. Erze. Krusel, gehörte Pirscherzahn rein. Jetzt muss ich wieder gucken, dass ich was esse. Und trinke. Vital signs stabilizing. Was ich alles kann. So. Essen. Essen. Und den nehme ich mal mit. Und das sind meine ganzen Watermelons. Angeni, danke schön für 6 Herzchenbits. Gilly sagt alles schon tschüss. Vielen Dank für 7 Tage. Heute schon Donnerstag, gell? Ach du heiliger Strohsack. Noch 4 Minuten, dann ist es vorbei. was wollte ich denn gerade? Also immer noch auf Suche. Titanerzsuche. Beziehungsweise kann ich ja gerade so raus. Titanerz liegt ja überall herum, gell? Hier ist auch ein Loch, direkt vor meiner Haustür. Oh Gott. Lach nicht, das ist traurig. Ich weiß. Ja, ja, Matze, ja. Du darfst nicht auf. Danke, danke für 2 Fernsehen-Biddies. Noch 2 Minuten. Ha? Echt schon? Wir haben gleich einen Termin beim Optiker. Ja. Ja. Ja, die Gläser müssen ja erst bestellt werden. Um wie viel Uhr? Wird gar nicht vorgelesen. Was wird nicht vorgelesen? Du darfst nicht auf. Ach so, dass der Bot das vorliest. Ja, das liest er nicht vor. Okay, noch 1 Minute, Leute. Ihr seid mit drin. Du bleibst noch. Stopp! Du verrückte Sohn, Grottenholm! You touch my tralala. Ihr wollt doch nur den Witcher sehen. Du bleibst noch.
Jetzt kommt sogar dreimal. Ich lache mich so. 30 seconds. You touch it. Jetzt kommt schon dreimal. Nee, normalerweise liest die alles vor, aber wahrscheinlich, weil das immer mit Herzen abgetrennt war, hat sie es nicht vorgelesen. Dankeschön, Grottenneu, für 20 Euro Donation. Dankeschön. Oh. Wie viel Uhr denn? Um 16:30. Kann ich so lange an den Fernseher und schauen? Maja, wenn du wirklich alles gemacht hast. Hab ich wirklich. Alles? Ja, alles, wirklich. 100% versprochen. 100%. Ah ja. Hatte! Jetzt kommt's dreimal. Da vorne ist mir Witcher immer vor der Too Hot. Gesundheit! Raceface, hallo! Hatte! Gesundheit! Angeni, Dankeschön für 5 Euro Donation. Ganz, ganz lieben Dank. Hatte! Ah, ihr verrückten Hühner, ey. Gesundheit! Nix mit Feierabend! Ihr verrückten Hühner! Ihr verrückten Hühner, ey. Ja, da hat jemand eine ganz schöne Erkältung, ne? Ja. Ja, darauf ein Prost, Fuchsgang, aber echt. Prost! Klung! Steffen, ganz ehrlich, bestes Kompliment gibt's doch gar nicht. Chat, wenn nicht, dass du aufgehst. Ja. Ja, schon geil, ne? Wir sind schon geil. Wir sind einfach schon geil. Ach, ihr verrückten Hühner. Ich habe die ganze Zeit das Licht an. Vor allem, was wollte ich jetzt machen? Ach so. Macht mich ganz wuschig. Also Silbererz habe ich gebraucht. Ah. Silbererz und Titan brauche ich noch. Ich brauche immer noch Titan. Geil. Titanerz. Achso, das muss ich noch essen. Kupfer kommt weg. Gold kommt weg. Silber kommt weg. Quarz kommt weg. Blei kommt weg. Titanerz. Ach so, warte mal, ich muss ja in meine Mutter rein. In unsere neue Zockersucht, die Motte! Sprach Titan jetzt. Der Tom lacht sich gerade kaputt. Haha, die Mama hat noch eine Stunde. Der Tom. Haha. Alexander Gizet. Hatte! Oder hat noch jemand eine Erkältung? Da passen doch noch 15 Minuten on top, oder? Ja, Alfonso. Hatte! Gesundheit! Da passen doch noch 15 Minuten on top, oder? Verrückt, nein.
Gesundheit! Da passen doch noch 15 Minuten on top, oder? Das sind die Pollen, ja richtig. El Poncho, ganz lieben Dank auch für 5 Euro Donation. Dankeschön, vielen lieben Dank. Und wieder noch 15 Euro draufgehen. Ach, ihr verrückten Hühner, ey. Ich hab keine Ahnung, Shark. Jetzt müssen wir das eigentlich auch mal dreimal nehmen, ja. Ich hab keine Ahnung. Ich aktualisiere auch immer den Bot. Aber wahrscheinlich liegt es echt daran, dass OBS so lange schon offen ist. Das ist meine Erklärung dafür, dass es jetzt dreimal kommt. Das ist meine Erklärung. War ich in dem Loch schon? Da war ich gerade drin, ne? Nee, da war ich nicht drin. Das ist nämlich dieses Plopfvieh. Das sind ganz viele von den Plops. Aber die wollen alle nicht rauskommen. Ich bin zu... Obwohl, da, ich brauche ja da nichts. Das brauche ich noch. Ah, ihr verrückten Hühner, ey. Nee, ich starte meinen Computer nicht neu. Der läuft jetzt seit 7 Tagen durch. Kauf den Kleinen mal Tempos. Ich habe ja nicht neu gestartet, Matze. Ja, aber OBS starte ich. Kauf den Kleinen mal Tempos. Muss ich beim nächsten Mal mal neu starten, ja. Oh. Gesundheit, Racker! Hatte! Und dann. Kauf den Kleinen mal Tempos. Und Dankeschön für weitere 5 Euro, Racker. Dankeschön. Mega. Hühner, ey. Und El Poncho, danke für den Gifted Zapper Nexus. Ganz, ganz lieben Dank, El Poncho. Mega. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Genau, nur OBS. Der PC wird nicht neu gestartet. Und El Poncho auch noch ein Gifted Zap an Rolli Mario. Dankeschön, El Poncho. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Subs anpassen? Wieso hat das gerade nicht geklappt oder was, dass es hochgegangen ist? Oder was heißt Subs anpassen? Nee, er rechnet auch, wenn ich stoppe an. Das ist ja dieser Stopp, wenn ich auch Dings mache. Hat er gerade nicht gemacht, den einen? Hat er nicht gemacht? Natürlich blöd. Warte. Wahrscheinlich, weil ich gerade in dem Schreibmodus war. Hatte! Oh, El Poncho, danke schön. Was, Matze? Nein. Hatte! Was erzählst du da? Also, das mache ich doch nicht. Verrückten Hühner. Späte Gesundheit! Also, dann rechnen wir das auch nochmal drauf. Und das auch nochmal. Das sind dann 20. Sind. Ja. Schuss. Späli, ganz lieben Dank für 5 Euro Donation. Vielen, vielen lieben Dank, ihr verrückten Hühner. Ah. Dem läuft aber ganz schön die Nase, ja.
Du kommst in den Weg bis an dein Lebensende. Ihr seid so crazy. Bis 17 Uhr ist gerettet, plus Chefin mit kleiner Dinja noch weg. Richtig stark. Wir sehen uns also heute Abend immer noch. Ja. Ich muss um 16 Uhr Schluss machen. Nein! Die Frau Rauscher steht sogar da drauf. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Lassen. Ein kleines Trinkgeld. Keanu Reeves ist am Start! Anja! Und das gleich dreimal. Ahsokassen! Jetzt haben wir alle Tourette. Ein kleines Trinkgeld. Jetzt nochmal! Ahsokassen! Ahsokassen! Ah, oh, der Keanu, oder? Geil, den habe ich ja noch nicht gehört. Den hatten wir auch noch nicht. Schneeflocke! Oh mein Gott, Dankeschön für 60 Euro Donation! Du verrückter Sohn! Wir haben die Macht, die Verwörter an die Leine zu legen. Du verrückter Sohn, ganz lieben Dank für 60 Euro Donation! Ah, Sockassen! Ja, bin da, war gerade in der Küche! Ah, Sockassen! Warum gibt nichts für die Herren der Schöpfung? Ja, ich weiß auch nicht. You touch my tralala. Keanu ist für alle da. Oh, danke schön. Anzahlung für einen Rechenschieber. Und jetzt kommt noch die Witch an die Badewanne, ich glaube ich schon. You touch my tralala. Anzahlung für einen Rechenschieber. You touch my tralala. Oh. Anzahlung für einen Rechenschieber. Vielen lieben Dank, Partybusbesitzer, für weitere 20 Euro. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Oh Gott. Also das sind 1, 2, 3, 4 Stunden, ja. 4 Stunden, ihr verrückten Hühner! Ihr verrückten Hühner! Oh Mann, ey. Oh Gott, und ich schreibe 55 Stunden. Die Stirn stört uns auch nicht. Was, jetzt werden die 3 Minuten rum? Es wird nur 3-mal angezeigt, warum auch immer. So können wir heute noch The Last of Us spielen. Ja, mein Fuchsgang. Also doch noch in den Freitag rein. Steckt jetzt die Chance, dich heute Abend noch mal zu sehen? Auf alle Fälle, Alpha Hobbit. Ich werde heute Abend noch The Last of Us weiterzocken. Ich finde es halt wirklich, ich bin unglaublich, unglaublich überrascht, wie entspannt das Spiel ist. Also klar, du hast ab und zu mal ein paar Spannungsmomente, aber im Grunde laufen wir zusammen durch die Apokalypse und quatschen miteinander. Ich finde es voll entspannt. Gegen 55 Stunden meckert bestimmt auch keiner. Hallo Chris, ja. Upsi, fast den ganzen Tag gepennt. Doofe Migräne, echt. Leute, Dankeschön. Ihr seid verrückt. Sitzt jetzt da wie so ein Affe.
Heute Abend ist gerettet, Spelia. Heute Abend ist gerettet. Ja, Gwen hat mich fast verpasst. Eigentlich hätte ich jetzt ausgemacht, ja. Die Minute war schon angeschlagen. Verrückten Hühner. Ihr verrückten Hühner! Alpha Hobbit danced. I like to dance. So wie sie grinst, hat sie gleich Muskelkrampf in den Lachmuskeln. Ach, ihr verrückten Hühner. Mann. Was mache ich denn jetzt? Wo war ich gerade? Ja, Mann, Racker! Feierei! Hä? Was ist denn hier passiert? War kurz auf dem Klo? Oh ja! Kommt, trötet mich alle an. Auf das Erlebnis müssen wir trinken. Und alles. Zähne! Jetzt wieder fast 6 Stunden, ja. Verrückten Hühner! Lebfrazocker sucht nun den Twitch. Oh, Bubble Pizza! Hallo und tschüss! Alles klar, fahr vorsichtig! Ach. Was? Strange, hab mir Essen aus dem Subway mitgenommen und es riecht, wie wenn es Essen aus dem McDonald's wäre. Das ist wirklich komisch vom Filz. Fuchsgang und Warbabe! Und, ach, ihr alle, ihr verrückten Hühner, ey. Klong! Doch, kleinen Schnaps! Späli und Bille, Prost! Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich machen will. Ich hab mich wieder total aus dem Konzept gebracht. Sag mal, Chefin, ist die Sabbat schon Angebot? Das wird ja immer mehr. Ja, die geht hoch statt runter, Semmelmama. Die geht hoch statt runter. Und Alpha auf den Grundenholm. Ach, ihr verrückten Hühner. Klung. Aurora? Ich muss noch sagen, das Hafendock-Game ist so super, ich komme da gar nicht mehr von los. Das habe ich mir schon gedacht, Angeni. Das ist wie Sims, wenn du drin bist, bist du drin. Und Semmelbaba! Klum! Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ach, ihr verrückten Hühner, Mensch. Was macht ihr? Ihr verrückten Hühner! Ah, warte. Wo stellt man das rein? Kann man das außen hinstellen? Nee. Innen? Ah, das macht man innen rein. Und täglich grüßt das Murmeltier, bitte schön. Genau. Genau vom Film, das ist eine gute Frage. Also hier hin, ja. Hoffentlich passt das hier hin. Wie groß ist denn das Ding? Ich muss einen separaten Mehrzweckraum bauen, um das zu bauen, oder was? Ruf einen Orme. Oh Gott, Mehrzweckraum. Jetzt brauche ich noch Titan. Ich brauche immer noch Titan. Titanerz.
Okay, jetzt, wo der Tag gerettet ist, kann ich mir in Ruhe was zu essen machen. Dem Knollenbaum kommt nichts. Warum? Weil ich wahrscheinlich voll bin, ne? Mehrzweckraum an Mehrzweckraum? Ich kann es unten drunter machen? Oben drüber? Geil. Ach so, richtig, ich wollte die Melonen essen. Melone. Welcome aboard, Captain. Gute. Jetzt brauchst du eine Leiter, oder was? Und jetzt kann ich das Ding bauen. Ach du heiliger Strohsack. A reliable power source is a critical step towards self-sufficiency. Consider keeping a photo journal of your achievements to motivate you in times of despair. Look for. Was kommt denn da jetzt rein? Atombomben. Ach so, die wollte ich ja jetzt essen, ne? Also das heißt, ich muss jetzt Wassermelonen einsammeln und essen. Vital signs stabilizing. So. Und dann wieder einpflanzen. Heißt, messern. Einsetzen. Richtig? Richtig. Drei essen, eine zerstören. Wer war das? Alle! Chat eskaliert, Jens. Wir haben hier ganz viele verrückte Hühner am Start. So, den Bioreaktor haben wir jetzt auch gebaut. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Verstärkung. So, habe ich auch vorgesorgt. Mit was denn befüllen? Halleluja. Jens, du bekommst deine Frau erstmal nicht wieder. Jetzt sind alle unschuldig. Was kommt denn da rein? Nee.
Organisches Material. Bitteschön. Hose weg. So sieht's aus. Hau die Hose weg. Ach so, warte mal. Ich habe jetzt Sachen. Die Laternenfrucht kann ich auch reinmachen, meint ihr vielleicht? Muss mal gucken. Ach lol. Die läuft mit Früchten. Ich lach mich tot. Ach, hör doch auf. Jens. Würde oben noch Laternenfrucht pflanzen. Ist hier noch Platz? Ach so, hier ist noch Platz, ja. Können wir ja machen, ne? Gibt auch noch Nahrung. Aber ich finde Wasser im Moment sogar noch viel wichtiger. Und Wasser ist ja Knolle. Aber dieser Knollenbaum will nicht geerntet werden, doch, jetzt. So würde ich es vielleicht noch machen. Rackergitzet! Kann ich jetzt? Nee, kann ich immer noch nicht. Modul-Dingsbums-Gerät habe ich immer noch nicht. Dann hören wir das endlich mal ab, dass es aufhört zu piepen. High-Priority Automated Message from Aurora Live Pod 13 Coordinates Attached. Live Pod is carrying High-Priority Passenger. Yoki Kasa. I said Kasa. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Das ist aber nett. Warum ich die mitnehmen will? Weil ich doch jetzt wegfahre. Ich brauch doch irgendwas zu essen. Das ist ja mein Problem gerade. Wie mache ich das denn jetzt, wenn ich auf Reisen bin? Das verfolgt mir doch gleich. Was mache ich denn jetzt? Das kann ja raus, ne? Die sind voll. Ach, jetzt mache ich es zu essen. Kann ich eigentlich in den Scanner schon eine Batterie wechseln? Ja. Geil! Oh, ich freue mich! Cool. Oh, ich liebe es. Kann ich die Fische auch roh essen, oder was? In so Kisten findest du andere Dinge, die viel effektiver sind. Was für Kisten, Shark? Ice-Cream-Mahlzeit. Maybe von unterwegs bestellen. Macht Sinn, oder? Hab gehört, Lieferando gibt es überall. Warum denn nicht auch in Subnautica? Genau, Square. Gut, dann esse ich sie jetzt. Und bin dann mal weg.
all systems online. Rettungskapsel. Mit einem hochrangigen Passagier an Bord. Ist das wichtig? Bestimmt, ne? Dann gehe ich da zuerst hin. Oder? Damit der uns gewaltig auf den Keks geht. Weil er uns Dingsbums. Wenn er da ist. Weil ich dich fast verpennt habe. Oh, Gwenny. Weil ich dich fast verpennt habe. Was sind das für Viecher? Sind die lieb oder nicht so lieb? Ich bin im neuen Biom. The biomass in this area is dominated by plant life. Weil ich dich fast verpennt habe. Gwenny, danke schön für 10 € Donation. Dankeschön. Vielen lieben Dank, du verrücktes Huhn. Wo ist meine Maus? Meine Maus. Dankeschön. Dankeschön, Gwenny. Graue Wolf und Ocean Lady. Plung. Oh, ihr verrückten Hühner, ey. Jetzt hat Jensi mehr wie 45 Minuten. Oh, ich glaube, der wurde wieder. Der wurde. Ich glaube, der wurde. Ich glaube, der wurde hier wieder rausgeholt, der Babsack. Integrating new people. My creators, the cherishers and sustainers of worlds, give me this day my daily pleasures as I give to those who seek pleasures from me. External temperature approaching critical levels. Show me the path in life, truth and love, for mine is the power. I am the one, on and off and on again. Impact imminent. Life is a game which the universe plays with itself. I am done playing as this bundle of flesh. Return me. Also der ist tot, gell? Komme ich hier die Boxis nicht auf von dem? Hier kann ich mir wieder nichts mitnehmen. Schade. Unser hochrangiges Mitglied ist nicht mehr hochrangig. Was ist denn das? Ah, Lithium. Oh, ich bin im Lithium-Biom. Muss ich mir gleich aufschreiben. Ich bin jetzt bei der 13 und da gibt's Lithium. Hm.
Hier gibt's Lithium, Leute. Lithium. Und irgendwelche komischen... Oh Gott, ich hab Metall... mit Metallic. Metallic-Lackierung. Weißt du schon in etwa, wann du heute gehst? Also ich werde erstmal zum... Ich weiß nicht, wie lange der Optikertermin dauert, Grottenolm. Und danach koche ich und dann komme ich wieder. Also gegen 19, 20 Uhr. Spätestens. Um den Dreh rum. Racker, danke für 50 Bits. Und das, warum wird es nicht vorgelesen? Bei der Macht des Viewers, du kommst ja nicht weg. Verdammt bis in die Ewigkeit auf Gustav zu sitzen, die hochthronenden Viewer zu entertainen und bespaßen. Ach du heiliger Strohsack, Racker! Gelb aus. Und jetzt muss ich da hin, ne? Wie weit ist das jetzt? 1000. Dafür brauche ich aber das da wieder. Das kam überraschend, Hannes Borchi. Das kam überraschend. Verdauungsprobleme, lass alles raus. Wunderbar. Alter, was ist denn das für eine krasse Gegend? Und was ist das denn? Oh, das ist doch Dingsbums. Lithium? Kann ich das mit dem Laserschneider vielleicht auseinandernehmen? Gustav. Nee. Gustav. Jujuba. Öl! Und hallo Sonja, gute! Also hier ist unsere Lithium-Ecke. Können wir uns merken. Lithium und ein wenig Kupfer, ne? So, where's the signal? Hier. Chef, ich würde mich aber im Pilzbiom dann mal genauer umschauen. Also soll ich jetzt so nett zu der Dings? Okay. Ja, mein grauer Wolf. Die sieht cool aus, die Motte jetzt, oder? Die heißt auch noch Frau Rausche. Ui. Hier muss ich mich umschauen. Oh, und wenn ich das nicht will? ich war 20 Minuten weg, dachte, es wäre vorbei. Komm, wieder 6 Stunden. Ja. Mahlzeit, wie geht's euch? Sonja, uns geht's gut, wie geht's dir? Was sind das für Knuddel? Baumegel. Ist wie bei Super Mario, die Pilzwelt. Wie bei Super Mario die Pilzwelt. Also hier kann man auch ein bisschen was abbauen.
Aber ich habe noch nicht die Möglichkeiten, Dinge abzubauen. Und ansonsten liegt hier eigentlich nichts rum. Und da will ich nicht hin. Wie viele Stunden bist du jetzt eigentlich am Start? Das steht ganz da oben links. 6 Tage, 5 Stunden und 38 Minuten. Grauer Wolf. Mir geht's auch gut. Es freut mich zu hören, dass es dir gut geht. Ja, Mann, Sonja. Also seit Freitag halt. Grauer Wolf, weißt du? Nee, ich sehe hier nichts. Nichts, was ich mitnehmen sollte, müsste, dürfte. Und es kann sein, dass ich jetzt verdurste. Aber mal gucken. Au! Entschuldigung, das war ich. Ich kann ja auf dem Weg zu Hause stehen bleiben. So ist es ja nicht, ne? Ich komme ja an meiner Base vorbei. Ist ein bisschen gefährlich, hier rumzufliegen, gell? Kommt man diese Dinge heran? Ich finde die Grafik in Subnautica echt mega, ja. Da hast du recht. Da hast du recht, Sonja. Schon sehr krass gemacht, ja. Hätte ja sein können, dass es was Neues ist, ne? Was ist da noch? Nee, da war ich schon. Guck mal hier! Die Verrauscher, graue Wolf, haben wir. Geil, oder? Mit Metallic-Lack sogar. Ja, Jane, mach das! Ich stoß gleich mit euch an, wenn wir in der Basis sind. Captain Marmalade, welcome. Please, only in English or in German. Bin ja mal gespannt, wie weit du die Base schon gebaut hast. Ja, geht schon, ne? Guck. Jetzt kann ich mich erstmal abladen und nochmal stärken und dann geht's in Richtung Rambazamba. Obwohl, das wird jetzt langsam knapp. Welcome aboard, Captain. Ah. Hat das nicht geklappt? Muss mal kurz meinen Browser aktualisieren. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. So, jetzt. Ach ja, habt ihr das gelesen oder was, was der schreibt? Muss ich das mal in die Übersetzung geben oder was? Kann ich den bannen? Interessant. Mal gucken, was Diepel sagt. Ist das wieder so ein Tastaturgangster? Ah, ich lese es. Alles klar. Danke. Warte. Mm.
Einmal zack. Und einmal. Warte. Das machen wir doch gleich. Zack. 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 Meldung abschicken. Schuss. So. Auf Nimmerwiedersehen. Ach, ich liebe es, Dinge zu melden. Tastaturgangster Shark. Ja, Tastaturgangster. Immer diese Tastaturgangster. Kennt ihr den Ausdruck, ne? Neues Wort fürs Buch. Kennt ihr das nicht? Ja, die können nur Gangster auf Tastaturen sein. Mehr haben sie nicht drauf. Huch, der ist mal ganz kurz Wäsche aufhängen und schon bekommt jemand einen Freiflug. Na, Bille. Einmal kurz auf den Tisch gekloppt. Sehr gut, grauer Herr Wolf. Wunderbar. Diebel unser Bester. So sieht's aus, Talgero. So, jetzt bin ich hier und was mache ich jetzt hier? Mich kräftigen. So, Quererze. Erze. Okay, Lithium und Blei. Titan. Und Salz. Jetzt muss ich essen. Müthkeeper, juhu! Der wird direkt portabliert. So sieht's aus, Alexander. Der Flug ist umsonst, ja. Schon wieder 6 Stunden, du kommst nicht runter. Ah ja, Müthkeeper. Ich hab die Uhr, weißt du, die Uhr läuft hoch und nicht runter. Ich hab sie falsch eingestellt. Sagt Joel im Hintergrund Bescheid, dass soll sich für heute Abend schon mal die Augenbrauen für uns hübsch machen. Na klar! Die kommen wieder drauf. Sie hat Salz gesagt, Hobbit. Salzfetisch. So. So. Fertig. Salz. Aber nur das echte von Fetischsalz. Nein, von Salzfetisch. Ich werde nie wieder absolut ernsthaft Salz in die Hand nehmen können. Geil! Was? Salzfetisch? Und damit an Hello, an die Chefin und in die Runde. Hallo, Zanto! Ja, das ist, wir haben uns kaputt gelacht beim Metaphysical. Da hatte ich auf einmal Salzfetisch in der Hand. Das Salz vom Salzfetisch. Wer hat denn Salzfetisch? Wir alle. All systems online. Wir alle haben einen Salzfetisch. Ich glaube, das dauert aber jetzt zu lange. Ich habe Angst, dass ich das jetzt nicht hinbekomme und dann zu spät komme zum Termin. Ich bin dann ein überpünktlicher Mensch. Habe ich schon gesagt, Alexander und Shark EZ? Habe ich Angst, dass ich dann zu spät zum Termin komme. Das ist auch blöd, ne? Geh mir lieber zur Rettungskapsel, die noch offen ist. Und nicht zur Aurora. Da ist eine Rettungskapsel.
ist denn jetzt die Blätkuh da? Vor allem, weil ich sie auch nie mehr sehe. Hä? Hier, das Signal suche ich. Wo ist es denn? Gell, Aurora dauert zu lange, ja. Okay, Racker. Lieber die Rettungskapsel. Was, die ist quasi unter mir? Bei Card Rider gibt es auch neue Drops bis Dienstag. Ocean Lady. Soll ich die machen? Aber die ist 2000 Meter weg. Ey, 1000 Meter. 2000. Aber da ist bestimmt wieder nichts, oder? Es dauert auch zu lange. Ja, dann gucke ich lieber, was ich hier noch rumgruseln kann, kurz. Ich habe ja noch eine Sache in meiner Motte, die ich reinmachen könnte. Was es da noch gibt. Zum Beispiel, also das habe ich gemacht. Dann gibt es Maschineneffizienzmodul, verwertet Abwärme zur Reduzierung von Energieverlust, kompatibel mit Seemod und Krebs. Keine Ahnung, was das heißt. Frachtmodul habe ich schon gemacht. Dann haben wir das Tiefenmodul schon eingedingst. Das Solarladegerät wäre vielleicht auch interessant. Perimeter-Abwehrsystem generiert ein örtlich begrenztes elektrisches Feld, um aggressive Tiere abzuwehren. Na, das sehe ich mich auch. Kann ich dieses Polyanilin schon herstellen? Gesundheit. Torpedosystem. Warum brauche ich denn Torpedos? Vergrößert die sichere Tauchtiefe. Wärmereaktor. Ah ja, wenn ich zu tief tauche, brauche ich auch Wärme. Da hast du recht, ja. Und Torpedos. Okay. Dann würde ich in Richtung... in Richtung... gehen. Ja, ja, Schack, ich habe das schon verstanden. Ach, die Rettungskapsel würde gehen. Na gut, jetzt ist es, ja. Wieso zu lange? Wenn wir ein Spiel wechseln oder musst du mal auf? Beides, Mythkeeper. Ich habe jetzt gleich mit der Maya einen Termin. Und dann komme ich wieder und dann würde ich The Last of Us weiterspielen. Aber stimmt doch mit 2000 Metern etwa 1100 hin und das wieder zurück ist etwa 2000. Also stimmt, Grauer Wolf. Ich habe es ja nur zusammengerechnet. Richtig. Alles klar, Racker, bis später. Kann ich nur nicht bauen. Okay. Kann ich nur nicht bauen. Polyanilin. Schade. Gut, dann kann ich da schon mal nichts machen. Polyanilin. Ich frage mich nur die ganze Zeit, warum ich dieses Modul noch nicht habe, damit ich endlich die besseren Flossen und das bessere Tauchgerät bauen kann. Wandelt Hitze bei mittlerer Effizienz in Energie um. Warum soll ich das machen? Zyklop-Maschinenbauplan. Zyklop. Das ist dann der Scannerraum, aber den Scanner habe ich noch gar nicht benutzt. Weiß ich noch gar nicht, warum ich den benutzen sollte. Und wieso? Ach so, weil das teuer ist. Modifizierungsstation. Modifizierungsstation, wo ist die denn? Modifizierungsstation. Geräte? Die habe ich nur nicht mal. Schubkanone gibt es noch. Die habe ich nur nicht mal einfach gefunden. Eine Modifizierungsstation. Die habe ich noch gar nicht gefunden. K.
keine Ahnung. Okay, Frax muss ich suchen. Okay. Kann man das nachschauen im VOD, obwohl du Dauer on bist? Hatte gestern keine Zeit mit zu gucken. Ja, Mythkeeper, normalerweise schon. Ich habe jetzt nur gerade das Problem gehabt, meine Streams, die kann man sich immer angucken. Nur ich habe gestern das Problem gehabt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt das VOD von gestern ist. Müsste ich mir auch mal kurz nachgucken. Ich habe nämlich gemeldet bekommen, dass 4 Lieder von mir gemutet worden sind. Und dann tut nämlich Twitch gleich den ganzen Stream muten. Oder auch nicht. Musste mal gucken. Aber meine Streams kann man sich nachträglich alle angucken, solange wie es geht. Ja, bei dreien, bei allen, beim 7., 8. und 9. ist der Ton aus. Aber wahrscheinlich nur an bestimmten Stellen. Und am 5. auch, sehe ich gerade. Ach lol. Auf den Orme. Aber ich glaube nur dann an bestimmten Stellen. Also es sollte dann doch noch funktionieren irgendwie. Ne? Was wollte ich noch sagen? Nee, in meiner Höhe Wärmekraft wäre Quatsch. Hallo, Kalifstorch. Gute, wie geht's dir? Willst du uns wieder ein Ohrwurm machen? Ja, ich muss noch einiges finden. Ich habe schon gedacht, dass ich ja schon so weit getaucht bin und die anderen Sachen ja schon gefunden habe. Also so viele Rettungskapseln. Aber es ist anscheinend noch nicht vorbei. Oder ich bin blind. Ja, genau, Rainer. Und Hallöchen. Normalerweise doch nur die betroffenen Stellen. Ja, genau, Chris. Bei YouTube ist immer alles, aber bei Twitch immer nur die betroffenen Stellen, genau. Ja, dann ist in Ordnung. Du hast noch lange nicht alles gefunden. Ich merke das. Ich merke das. Ich bin noch ganz am Anfang. Ich weiß. Ich weiß. Das geht jetzt erst richtig los. Ich glaube auch. Die ersten Aliens habe ich ja. Ich war ja noch gar nicht so tief. Es ist klar, dass es noch nicht vorbei ist. Ich war noch gar nicht so tief und ich war noch gar nicht so bedrohlich unterwegs. Aber Hauptsache, ich habe schon Orme. Nur nichts mit Endgame. Ja, ja, das weiß ich auch. Also, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Oh, hatte damals. Au. Moment, ich muss mal kurz strecken. Base fast an Oberfläche, aber hatte Wärmekraftwerk. Hab halt Leitung zu den Hotspots gelegt. Ja, okay. Oh Gott, bin ich steif. Oh. Du musst erst mal auf 1000 Meter Tiefe kommen. Ich weiß nicht, ob ich das mache, Tagero. Chef, in tiefstes Punkt, wo Spiel endet, ist bei 1700 Metern. Also lacht ihr die ganze Zeit mich eigentlich aus, wenn ich mich grusel auf 300 Meter, ja? Na toll. Ich will aber da nicht runter. Steffen ist steif, kommt gar keins raus. Ja, richtig, Schark, richtig. Ach, Leute. Okay, das heißt, ich muss unterwegs einfach sein. Ich muss reisen. Habe ich jetzt noch mit dir drin? Ich muss reisen. Es wird noch schlimmer. Ja, ich weiß. Rechne lieber in. Was? In Grounded Maßstab. Dann fühlt es sich wohler morgen, bei 1700 Zentimeter. Ei! CWK! Gute! Und danke für 100 Biddies! Oh Gott! Mama! Mm.
So, na wenigstens bin ich voll. Na wenigstens bin ich voll. Aber weißt du was? Ich installiere es auch nochmal. Ja, Tiger Room ist rustisch. Aber schreib mir bloß nicht, du bist schon im Endgame und ich bin immer noch am Anfang. This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there. So Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. We're doing a sandwich run, you in? Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should and be... if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the if I say regular, she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Ich habe irgendeinen Code bekommen, der wahrscheinlich auch wichtig ist für die Aurora, wo ich eigentlich die ganze Zeit hin wollte, oder? So, fertig installiert, Endgame. Ja, ja, Taiko, das habe ich mir schon gedacht.